Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage zu einem sehr geilen Video von dem Genossen Mjölnir, der mit dem Goldtank, mit dem Type, oder heißt der Type? Type 64 oder ist es der T64? Type 64. Der eine wirklich sehr, sehr geile Runde mit dem Type 64 hatte. Und da ich den Type 64 eigentlich ganz geil finde, weil er so ein bisschen aussieht, wie die Hellcat früher aussah, bevor sie zu Tode genervt wurde und jeder sie noch geliebt hat. Und ich finde, der sieht irgendwie klein und frech. Und ja, habe ich mir gedacht, die Runde nehme ich mal. Weil da ist auch für so einen Tank mit einer Gun, die wirklich nicht viel kann, ja, 115 mittlerer Schaden. Gut, der ist jetzt auch nur auf einem Tier 6. Das ist schon ganz in Ordnung, aber ist jetzt nicht so die Gun, wo du sagst, mörderpräzise, schießt für die ganze Map ultraschnell und macht noch mörder viel Schaden und hat gute Penetration. Also die ist so, naja, man muss halt irgendwie gucken. Aber geht schon. Wenn man niedrige Tier kommt, geht das schon. Ja, Chinesen, Gun Depression. Ich weiß gar nicht, wie die Gun Depression beim Type 64. Müssen wir nachher mal gucken. Denn ich glaube, Gun Depression. Können wir uns hier nicht angucken, glaube ich. Nee. So. Vorher, bevor wir aber in das Game rein starten, möchte ich euch gerne nochmal um was bitten. Ihr wisst ja, dass ich zuweilen auf dem KBS altes Live-Server anzutreffen bin und dort irgendwie so ein bisschen ein zweites Leben als virtuelle Figur betreibe. Und der Snaden, der Betreiber des Servers, der hat auch einen Twitch-Channel. Und ich würde euch jetzt gerne mal bitten, ja, wir gehen mal auf den Twitch-Channel rauf. Bis gleich. Jo, und da sind wir auf dem Channel vom Snaden, auf dem Twitch-Channel vom Snaden. Und also das ist nicht mit ihm abgesprochen, aber ich dachte mir, ich mache mal einen Spaß und wir überraschen ihn mal ein bisschen und wir boosten mal ein bisschen seine Twitch-Abonnenten, weil er hat sich neulich tierisch gefreut, als es so um 2, 3 Abonnenten gestiegen ist. Und ihr seht hier unten 81 Twitch-Follower und tut mir doch mal einen Gefallen und followt ihn bitte. Und momentan, wie ihr seht, das ist eine alte Aufzeichnung, baut er gerade den Tanoa-Server auf und streamt das auch alles, damit man sehen kann, wie das so wird, so ein bisschen als Preview. Und ich glaube, er würde sich tierisch freuen, wenn wir jetzt mal seine Follower explodieren lassen. Deswegen followt bitte mal den Snaden, Snaden TV. Ich mache unten auch nochmal einen Link rein. Das wäre mir ein Riesenspaß, ob er das merkt, dass wir das waren, wenn dort jetzt, wenn er das nächste Mal den Twitch anmacht, 181 oder sowas stehen. Also, gebt alles, followen und ihr könnt ja mal reingucken. Ist eigentlich ganz witzig, man sieht, wie die Map wächst, aber wichtig wäre mir auf jeden Fall, dass ihr mal die Follows hochschießt. Also, jetzt aber zum Game vom Mjölnir. Bis gleich. In-game mit dem Mjölnir, mit seinem Type 64 auf der Map. Minen, sehr schlechte Windchance. Das macht natürlich hier der Kollege mit seinem T29 aus, weil der einfach mal Eier in der Hose hat und weiß, wie man seinen Tank spielt. Und ja, dann sieht die Siegquote halt zum Kotzen aus, quasi praktisch. Ja, was kann man auf der Map machen? Man kann hier, guck mal auf die Minimap, du kannst hier hinfahren und spotten, du kannst, nee, weiter vor ist eigentlich schlecht, du, dort in den Busch die Stellen und spotten, da machst du nämlich so eine Leute hier, wie zum Beispiel den M7, der da schon irgendwie nach vorne fährt, den machst du dann natürlich auch ganz gut auf, aber ihr wisst ja auch, dass ich diese Posi hier liebe hinter dem Busch, weil man einfach auf alles, was dort hoch fährt, wunderbar schießen kann. Und ihr seht jetzt auch schon, der Type 64 hat gemessen an seinen... was machst du? Du brauchst deine Munition noch. Gemessen an seinen chinesischen Brüdern hat er eine echt gute Gun Depression, weil das können die anderen schlechter. Auf jeden Fall. Ja, ja gut, das ist jetzt natürlich geil, weil das ist ein Free Kill per Excellence sozusagen. Tja, was machst du in der Situation? Es gibt ja immer so, also ganz ehrlich,
Es gibt hier Problematiken. Es gibt hier Problematiken an der Posi, weil du bist einfach für alles, was hier drüben ist, bist du einfach offen und hier kriegst du die Fresse voll. Da kriegst du auch hier, wenn du hier stehst, wo er vorhin stand, wenn die schon hier weit rumgedrückt sein sollten, was jetzt nicht der Fall ist, aber dann kriegst du auch die Fresse voll. Insofern, der Stein hat was, weil du Cover von vorne hast, aber es gibt auch drei Artis und da muss man echt scheiße vorsichtig sein. Und so ein Type 64. Der richtig getroffen mit der Arti und auch falsch getroffen mit der Arti ist der einfach mal weg. Insofern denkt sich der gute Mjolnir, ich fahre einfach mal auf den Berghof, weil ich es kann. Denn Berg hat einfach hat den Vorteil, du kannst halt in ganz verschiedene Richtungen spotten und du bist total. Hast du den Hill? Hast du die Map Control? 4 zu 2. Ich meine, was geht? Die sind, guckt euch an, wo die hier alle schon stehen. Das hat mir sehr gut gefallen, sehr gut gefallen. Nutzt die Gunny Passion aus, nutzt den Busch aus, um einfach mal nicht aufzugehen. Pow! Und das ist halt, ja, das ist eine geile Pose hier, wenn man, wenn man einfach nicht aufgeht und einen Gegner nach dem anderen hier Ballalom machen kann, der weiß gar nicht, schon wieder ins Leere geschossen. Der weiß gar nicht, wie ihm. die Su! Da gibt's daher noch eine lustige Szene. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so mördergeskillt. Der weiß wahrscheinlich einfach noch nicht, wo die Schüsse herkommen. Ja, der Busch hier ist toll, aber wenn wir uns das genau angucken, da ist noch ein Kackstein davor. Insofern hilft der hier. Boah, ich muss mal aus der Zoom-Ansicht rausgehen. Da wird man ja jeksch. Ja. M7? Du hast noch nicht genug auf die Fresse gekriegt. Du hast echt eine Tendenz, nochmal hinterher zu schießen, ne? So nach dem Motto so. Ha! Nee. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich hier auch eine falsche Anzeige, aber die Schüsse, die du da nochmal gesetzt hast, die hätten in 100 Jahren nicht getroffen. Finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, diesen Move, weil, ziemlich eklig garstiger Tank da irgendwie der Churchill, den kannst du. Oh, 177 mit Gold. Naja, 177 ist schon in Ordnung, aber was mir viel besser gefällt, er kümmert sich eher darum, da hinten bei seinen Mates mitzuhelfen, denn der T29 ist einfach mal der gefährlichste Gegner, der hier überhaupt im ganzen Spiel durch die Gegend gewuselt ist. Und damit, dass der jetzt raus ist, ist auch so ein 7 zu 11 gar nicht mehr so schlimm, sag ich mal. Sondern ist jetzt einfach ein, na, wie soll ich sagen, ein Geduldsspiel kann man nicht sagen. Ein konsequentes. Ja, also. Es ist schon, wenn man auf die Minimap guckt, es ist schon irgendwie nicht so richtig geil. Also, solange er, also er kann eigentlich nichts mehr machen als hier fröhlich immer alles weiter belichten, weil auch sehr schöner Move, hat mir sehr gut gefallen, weil dem Churchill dort irgendwie in die Arme zu fahren, ist einfach mal nicht intelligent und besser ist es, ihm in die Seite zu flanken. So, frei nach dem Motto, ich bin ja noch voll und ich habe ja 448, 580 Punkte. Ja, so kann man das machen mit dem Churchill. Man setzt seine eigenen Hitpoints ein und seine Feuerrate und dann hat sie es ausgechurchillt schon sehr bald. Ach, schön. Sehr schön. Wirklich. Ja, schade, weil eigentlich wäre das deine gewesen. Oh. Entschuldigung. Aber sehr schön gemacht, wirklich. Da immer so lange geschossen, wie es. Wieder ein Schuss ins Leere. Der never ever hätte der getroffen. Naja, ich muss mich gar nicht beschweren, weil du bist ja schon auf 1800 Schaden, was schon echt ordentlich ist mit der Kiste. Ich sag euch, das ist ein ordentlicher Wert. Boah. Krass. Das hätte sein können. Die Crusader.
Macht auch Autsche. Ja. Mobiler Tank. Also, möglichst nicht dort wieder rauspieken, wo man war. M7 nicht die Chance geben, sondern lieber die Arti retten. Ja, die Arti retten. Funktioniert nicht. Funktioniert in diesem Falle nicht, weil ist nicht wegen geht nicht. Sehr schön, auch jetzt wieder der Move. Nicht den nicht das Rap-Kit genommen, sondern einfach gewartet. War ja in gewisser Weise einigermaßen klar, dass hier keine Gefahr lauert, selbst wenn du den den Rap auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, einfach mal keinen Schaden kriegen, weil er nicht trifft. Boah, das zweite Mal. Zweite Mal die Arti da hinten hin. Lucky you. Ja. Und Munition. Aber auch noch Gegner, die man. Also, M7, okay. Der war ja schon, der war ja schon relativ low. Haben wir ja gesehen. Aber. Su 100Y, die einen verfolgt, ist ungesund. Ausgesprochen. Das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht so aufgefallen, dass die Su dann da direkt irgendwie noch Hatz auf ihn gemacht hat. Also, ist schon wirklich einfach, also klar, ist schon eine gehörige Portion Glück bei und es wird auch noch geiler. Seid versichert, es wird noch geiler. Aber nichtsdestotrotz immer schön die Posis gewechselt, auf Sichtweite gespielt. Abgehauen. Wonders wieder rausgekommen. Ist schon eine geile Spielweise, ohne Frage. Also die, das gefällt mir immer, wenn ich mir was angucke. Wo, also ich bin ja besser im Kommentieren, weil ich da die strategischen Zusammenhänge, weil da alles nicht so schnell ist wie selber in-game. Wenn dann einer genau immer das macht, was man jetzt selber auch vorschlagen würde, finde ich das schon immer geil. Jetzt kommt es allerdings zu einer sehr kuriosen Geschichte. Hier war eigentlich... Ich glaube, ich wäre... Du hast ja noch genug Zeit. Ich glaube, ich wäre außen rum gefahren über die Insel. Ich hätte irgendwie noch auf Sicht... Habt ihr das gesehen? Die Su krittet ihn. Er wäre so pulverisiert worden. Die Su krittet ihn! Oh. Alter Falter. So viel Glück musste er erstmal haben. Der siebte Kill. Sehr lustig. Passiert eigentlich nicht. Eigentlich passiert das nicht. Denn, die Su 100Y, die hat einfach eine Mörderkanone. Und mit AP, ja, wo soll die hängen bleiben? Außer in der Kette, wenn man Monsterglück hat. Oder in der... was weiß ich. Auf jeden Fall extrem glücklich. Jetzt haben wir auch ein schönes Beispiel. Das seht ihr nicht, weil da meine Fratze drüber ist. Aber das Gegnerteam hat ihn einfach mal schön in die falsche Richtung geschickt. Also er ist zum Glück nicht drauf eingefallen. Gegnerteam hat ihn erstmal nach, weiß ich nicht, H2 oder so geschickt. Nehmen wir auch eine total asslige Sache. Wenn einer irgendwie, weiß nicht, so geht es mir zumindest, wenn einer 7 Kills hat, ey, dann würde ich fast sagen, hey, komm, obwohl, die Gegner, Arti kann es noch reißen. Nee, ich würde doch nicht sagen, hey, komm. Ich habe das zwar auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, komm, ich schenke dem letzten den Kill, was aussichtslos war, aber die Arti kann es reißen. Aber die Arti kann es halt, ist auch ärgerlich, wenn wenn dann einfach der Schuss irgendwie, boah, wenn ich das schon sehe und wenn ich, wo hat sie hingeschossen? Crazy. Also wo hat die Art? Die Art, die hat ja nochmal geschossen gerade. Alter Verwalter, ey. Du bist auf jeden Fall dem Tod diverse Male von der Schippe gesprungen, aber Alter, der Schaden und die Kills.
krass. Mit so einem kleinen Dreckslide. Also wenn der WZ-132. Der ist geil. Der hat eine krasse Kanone. Der ist OP. Aber das Ding hier ist eigentlich nicht OP. Das hat zwar, sagen wir mal, Sichtweite und einen guten Tarnwert, aber das ist schon eine Ansage. Das sind 2.500 Schaden mit dem ist schon geil. Ist schon geil. Aber wir gucken uns einfach mal die gesamte Auswertung an, weil da verbirgt sich bestimmt noch die ein oder andere Medaille. Bis gleich. Hammer Game. Hammer Game, Auszeichnung, Kohle, da war alles mit bei. Also klar, bevorzugt oder nicht das schlimmste Matchmaking, aber trotzdem. Geil. Master 72.000, 5.000 XP bei Doppel Radley. Macht man auch nicht mal eben zwischen Montag und Dienstag 5 Stück. Highkaliber und Top Gun natürlich. Und ich meine, ja, das musste erstmal. Es musste erstmal bringen, dass du einfach mal, ich finde es immer so geil. Also, hier ist einfach mal gar nichts und dann ist mein Riesensprung und dann ist ganz viel. Unglaublich. Also, es ist für, na gut, es war beim Gegner auch so. Da gibt es nur drei. Naja, muss halt alles zusammenkommen. Natürlich beim Gegner T29, starker Tank. Aber, naja. Ja, das ist. Drehen und wenden, wie wir wollen. So eine Spiele kommen halt nicht zustande, wenn alle gut sind. Also insofern, 2-7 Schaden mit so einer kleinen Büchse. Wahnsinn. Schön Credits, weil Goldtank und dann doch irgendwie für das Tier. 50.000. Ist schon ordentlich, sage ich mal. Kann man nicht bei den Munitionskosten hier. Also doch, nice. Hat mir gefallen. Hellcat mag ich, Type 64 mag ich. Schönes Game, schön gesehen. Glückportion dabei gewesen. Hat wieder mal alles gepasst. Ich fand's nice. Jo, vielleicht, ja, keine Ahnung. Vielleicht nochmal ein Thema, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Warum spielt ihr nicht mit mir zusammen Altes Live? Unglaublich. Gibt's nicht so viele, die Arma irgendwie sich gekauft haben? Es gibt da so tausende oder abertausende Arma-Spieler. Erstaunt mich. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob ihr Arma zwar habt, aber nicht spielt oder euch nicht traut. Wenn ihr Arma 3 habt, dann kommt mal auf den KBS-Server oder schreibt mich vorher an, dann verabreden wir uns. Da machen wir einen riesen Spaß draus. Das ist richtig lustig. Insofern. Ja, schreibt doch mal unter das Video drunter. Genau, wir machen jetzt mal. Ich möchte Kommentare von euch Arma 3 Spielern haben. Und da möchte ich mal sehen, wie viele das sind. Das ist ein Plan. Also, ich zähle auf eure Kommentare. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.